Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal hatte ich euch ja erklärt, wo es alle Feen gibt, alle großen Feen. Wenn ihr das Video verpasst habt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link hier oben ab. Dort findet ihr dann die Fundorte für alle Feen. Und ich habe mir gedacht, jetzt wissen wir, wo alle Feen sind und haben die aktiviert. Jetzt brauchen wir natürlich auch eine Rüstung, die sich lohnt abzugraden. Und da würde ich sagen, wäre es auch am besten, wenn ich euch den Fundort zeige von der stärksten Rüstung im Spiel. Und das ist die Reckenrüstung. Diese hier, die kann man sogar sehr, sehr früh im Spiel bekommen. Also im Prinzip nach dem Tutorial, sobald ihr hier am Sperrposten seid. Und die kann man auf 50 Verteidigung hochskillen. Am Anfang hat die 5 und dann auf plus 4 mit 4 Sternen hat die 50 Verteidigung. Und was ihr dafür machen müsst, ist einmal hier in den Turm gehen und euch hochkatapultieren lassen. Und dann in das Schloss rein gleiten. Jetzt, wo ich es gerade sage, bin ich mir gar nicht sicher, ob man ins Schloss darf, bevor man nicht alle 4 Titanen gemacht hat, beziehungsweise alle 4 Tempel. Weil ich habe das jetzt schon. Nee, ist Unsinn. Weil ich habe die Reckenrüstung geholt, bevor ich alle 4 Titanen hatte. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da sofort rein könnt. Könnt ihr auf jeden Fall also direkt nach dem Tutorial holen. Es könnte höchstens ein Problem geben mit der Energie. Deswegen macht euch auf jeden Fall Ausdaueressen. Mit ein paar Ausdauerpilzen oder ein paar Fit-Karotten oder. Ja, jetzt wäre die Energie schon vorbei. Also ihr braucht bestimmt ein, zwei Essen, um in den Thronsaal zu kommen. Da müssen wir nämlich hin. Der ist da vorne. Und dann wäre auch noch wichtig, dass ihr entweder Feuersteine dabei habt oder eine Feuerwaffe, beziehungsweise Feuer... Weiß ich ein Dinger? Feuerfrüchte, weil ihr zwei Fackeln anmachen müsst. Und dafür braucht ihr auf jeden Fall Feuer. Also bevor ihr jetzt hier hinrennt, besorgt euch erstmal irgendwas, womit ihr Feuer machen könnt. Und dann geht's hier ab in den Thronsaal. Müsst auch keine Angst haben, dass hier irgendwelche Gegner sind. Ihr braucht also auch keine Waffen oder so. Hier ist alles sehr ruhig. Auf der Rückseite vom Schloss gibt es auch noch einen Schrein, falls ihr den auch direkt mitnehmen wollt. Gehen jetzt hier rein und dann hier runter. Und dann seht ihr dort den Thron. Ich habe das natürlich schon gemacht. Und was ihr dann machen müsst, ist eine Feuerwaffe nehmen. Diese Fackel aktivieren. Und diese Fackel aktivieren. Und dann öffnet sich hier oben die Truhe mit einer Kiste drin. Und dort findet ihr das Reckengewand. Ist sehr, sehr gut für den Anfang, aber sehr, sehr schwierig abzugraden. Für Level 1 braucht man Prinzessinnen Enzian und 2 Drachenschuppen. Ich verrate euch natürlich nicht welche, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen gespoilert. Und ja, wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wo ihr diese Rüstung herbekommt oder die Darklink-Rüstung, dann lasst auf jeden Fall ein Follow auf dem Kanal da. Ich würde mich natürlich extrem über ein Like freuen und versprochen, übermorgen erzähle ich euch im Video, wie ihr diese Rüstung bekommen könnt. Das ist übrigens meiner Meinung nach zum Erkunden die beste Rüstung. Weil die erhöht euer Lauftempo bei Nacht und ist extrem wichtig, glaube ich, für den Untergrund, um dort alles zu erforschen. Und die Unwaldreiter-Rüstung, die gab es ja auch schon im DLC von Breath of the Wild. Und die macht halt Schleichen, Tarnung hoch und Knochenwaffenangriff hoch. Ja, wenn ihr das wissen wollt, lasst ein Follow da. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.